Was sagt die DNA-Analyse? Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Ernst. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie. Der Patient eines prominenten Arztes stirbt an einem Herzinfarkt. Ein Gerichtsmediziner muss daran. Die Ermittler haben einen Verdacht. Die Frage war nur, was für ein Verbrechen lag hier vor? Doch sämtliche Spuren verlaufen im Nichts. Die sterblichen Überreste sind nach der Autopsie eingeäschert worden. Können die Kriminalbeamten und die Forensiker diesen komplexen Fall entschlüsseln und das Rätsel lösen? Ein brutaler Übergriff im Morgengrauen. Die Einwohner eines beschaulichen Städtchens in Florida sind schockiert. Ein Gemetzel, eines der brutalsten Verbrechen, das ich hier untersuchte. Ein aus dem Ruder gelaufener Einbruch oder steckt ein persönliches Motiv hinter dem Verbrechen? Die Tatsache, dass der Täter sich mit zwei Waffen ausgestattet hat, sagt viel über dessen Absicht aus. In den nördlichen Ausläufern von Los Angeles liegt der beschauliche Vorort Glendale, ursprünglich eine der sichersten Gegenden von Los Angeles. Aber auch vor Glendale macht die Großstadtkriminalität nicht immer Halt. Unerklärliche Todesfälle sind auch in der Vorstadtwelt keine Seltenheit mehr. Einer der außergewöhnlichsten Fälle trägt sich mitten im Herzen des Geschäftszentrums von Glendale zu. Am frühen Morgen erreicht die Polizei der Notruf eines Arztes. Die Beamten machen sich sofort auf den Weg zu seiner Praxis. Dort werden sie von Dr. Richard Box in Empfang genommen. Ich kannte Dr. Box durch meinen Vater. Dr. Box war ein sehr erfolgreicher und hoch angesehener Arzt. Der Arzt führt die Beamten in seine Praxis. Im Behandlungszimmer lag ein offensichtlich toter Mann. Dr. Box gab an, dass er einer seiner Patienten gewesen war. Der Arzt nennt den Namen des Mannes, Melvin Hansen. Er habe seit längerem mit Herzproblemen zu kämpfen gehabt und wegen anhaltenden Brustschmerzen an diesem Morgen den Arzt konsultiert. Nach der Begrüßung hatte Dr. Box sofort mit der Untersuchung angefangen. Der Arzt gibt an, den Patienten für einen kurzen Moment allein gelassen zu haben. Kurze Zeit später habe er einen dumpfen Schlag gehört. Als er zurückgekommen sei, habe der Patient auf dem Boden gelegen. Herzstillstand. Dr. Box habe dann die Polizei gerufen. Nachdem die Beamten den Tod des Mannes festgestellt haben, informieren sie die Gerichtsmedizin. Craig Harvey wird als verantwortlicher Ermittler mit dem Fall betraut und unverzüglich in die Praxis geschickt. Seine erste Handlung ist, die Identität des Opfers zu bestätigen. In der Brieftasche befand sich eine Kopie der Geburtsurkunde. Melvin Eugene Hansen, geboren in Ohio, sowie einige Kreditkarten. Für eine eindeutige Identifizierung fehlt allerdings ein Foto. Es gab weder einen Lichtbildausweis noch einen Führerschein. Die Brieftasche war ziemlich leer. Das fanden wir doch etwas ungewöhnlich. Ich konnte keinerlei Verletzungen am Körper erkennen und keine Anzeichen eines Kampfes im Zimmer. Es sah alles nach einem natürlichen Tod aus. Harvey verfasst das Untersuchungsprotokoll. Unsere ersten Ermittlungen ergaben keine Auffälligkeiten. Die Ermittler wollen jedoch wissen, warum der Arzt seinen Herzpatienten nicht direkt in ein Krankenhaus überwiesen hatte, als der wegen akuter Brustschmerzen anrief. Dr. Box gab an, dass der Patient extreme Angst vor Krankenhäusern gehabt hatte und deshalb zu ihm gekommen sei.
Um die exakte Todesursache zu bestimmen, veranlassen die Kriminalbeamten bei dem Toten eine Autopsie in der Rechtsmedizin. Dr. Box bot an, einfach die Sterbeurkunde zu unterzeichnen. Das aber lehnten wir ab. Ein Gerichtsmediziner sollte daran, um ein abschließendes Urteil zu sprechen. Dieser Fall sieht für die Ermittler einfach zu glatt aus. All ihre Erfahrung sagt ihnen, dass mit den Aussagen des Arztes etwas nicht stimmt. Mit der Beauftragung der Autopsie treffen sie intuitiv die richtige Entscheidung. Die Leiche wird in die Gerichtsmedizin überführt. Was anfänglich wie ein gewöhnlicher Herzinfarkt aussah, entpuppt sich kurze Zeit später als bizarres Spinnennetz aus Betrug und Mord. Ich habe die Akte unter dem Namen Melvin Eugene Hansen angelegt. Es ist eine Standardprozedur der Pathologie, also wurden auch die Fingerabdrücke der Leiche genommen. Während der gerichtsmedizinischen Untersuchung ruft Dr. Box mehrfach an. Dass der behandelnde Arzt beim Gerichtsmediziner um Auskunft bittet und Untersuchungsergebnisse erfragt, ist nichts Ungewöhnliches. Rein aus medizinischer Neugier und zur Weiterbildung ist das normal. Die Autopsie ergibt nichts Ungewöhnliches. Es scheint, als wäre Melvin Hansen tatsächlich, wie von Dr. Box diagnostiziert, an einem Herzinfarkt gestorben. Die Sterbeurkunde wird unterzeichnet. Als Todesursache wird Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung, angegeben. Man kann sehr leicht an einem Herzstillstand sterben, wenn das Herz-Kreislauf-System stark belastet, also entzündet ist. Besonders gefährlich ist das natürlich beim Herzen, weil wenn das Herz nicht mehr schlägt, wird das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. In der Sektion, wenn man den Körper aufschneidet, sieht man das eigentlich entweder daran, dass einfach so wie man auch eine Entzündung auf der Haut jetzt eine Veränderung des Herzmuskels stattfindet. Wenn man es nicht so genau sehen kann, kann man einen Gewebefeinschnitt machen und sieht dann unter dem Mikroskop, dass da eine Entzündungsreaktion stattfindet, die man eben normalerweise im Herzen nicht hat, weil es nicht entzündet ist. Zu diesem Zeitpunkt sprechen alle Anzeichen in diesem Fall für einen natürlichen Tod des Opfers. Wir hatten keinen Grund, an der natürlichen Todesursache zu zweifeln. Alle Untersuchungsergebnisse stimmten mit den Erklärungen des Arztes überein. Da Hansen keine direkten Verwandten hat, wird die Leiche an seinen Geschäftspartner John Hawkins freigegeben. Schon am nächsten Tag werden Hansens sterbliche Überreste eingeäschert und auf hoher See auf dem Pazifik bestattet. John Hawkins ist auch der Erbe von Hansens ganzen Besitztümern und darüber hinaus der Begünstigte von mehreren Lebensversicherungen. Schließlich wurden $1 Million an John Hawkins ausbezahlt. Als auch eine zweite Versicherungspolice fällig wird, bittet die Lebensversicherung die Gerichtsmedizin um ein Foto von Melvin Hansen. Das bringt die Wende. Als sie es mit dem in den Akten vorhandenen Foto verglichen, merkten sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Es war nicht die gleiche Person. Die Versicherungsgesellschaft vergleicht die Fingerabdrücke aus Melvin Hansens Versicherungsakte mit den Abdrücken, die die Gerichtsmediziner an der Leiche des Opfers sichergestellt haben. Der Abgleich der Daumenabdrücke ergab, dass es sich definitiv nicht um Melvin Hansen handelte. Wenn der tote Patient nicht Melvin Hansen ist, wer ist der Tote dann? War der Fall bisher nur merkwürdig, so wird er spätestens jetzt extrem seltsam. Niemand hatte die Brieftasche abgeholt. Er hatte keinen Ausweis dabei, nur eine Kopie seiner Geburtsurkunde. Wer aber trägt die mit sich herum? Die Ermittler vermuten, dass hinter dem Tod des anonymen Patienten ein massiver Fall von Betrug steckt. Ab und zu haben wir Fälle mit gefälschten Sterbeurkunden. Also haben wir uns die Sache noch einmal im Hinblick auf möglichen Versicherungsbetrug angesehen. Ist der behandelnde Arzt Dr. Box darin verstrickt? Die Ermittler überprüfen seinen Hintergrund und stoßen auf einen seltsamen Vorfall im Leben des Harvard-Absolventen.
Zwei Wochen zuvor hatte ein Mann Dr. Box angezeigt, nachdem der ihn in einer Bar in Hollywood angesprochen hatte. Laut Anzeige hat Dr. Box diesen Mann unter eigenartigen Voraussetzungen in seine Praxis in Glendale eingeladen. Der Arzt hatte ihm eine kostenlose Untersuchung versprochen, fiel in der Praxis aber mit einem Elektroschocker über ihn her und der Mann wurde fast bewusstlos. Es gelingt dem Mann zu fliehen. Der Fall ist noch nicht abschließend geklärt. Grund genug für die Beamten, noch misstrauischer gegenüber Dr. Box zu werden. Sie nehmen den Fall um die Leiche in dessen Praxis nun genauestens unter die Lupe. Wer also ist der tote Mann? Eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist allerdings nicht mehr so einfach. Die sterblichen Überreste sind nach der Autopsie eingeäschert worden. Mögliche Spuren haben sich somit buchstäblich in Rauch aufgelöst. Den Ermittlern ist klar, es muss um eine Form von Versicherungsbetrug gehen. Doch ohne Leiche fehlen ihnen wichtige Anhaltspunkte. Die wahre Identität des Toten könnte den Ermittlern entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Geschehens geben. Und genau hier setzen die Beamten an. Da ihnen der direkte Weg versperrt ist, gehen die Ermittler einen Umweg. Wir können uns die Leiche ja nicht noch einmal ansehen. In der Gerichtsmedizin überprüft Ermittler Kurt Stauzenberger die Datenbank. Er sucht nach Personen, die zur selben Zeit vermisst gemeldet wurden, in der Dr. Box seinen toten Patienten gemeldet hat. Stauzenberger will herausfinden, ob es eine passende Personenbeschreibung gibt. Man muss alle Details über die nicht identifizierte Leiche in die Datenbank eingeben. Größe, Gewicht, Narben, Tätowierungen und die Beschreibung der Kleidung, die die Person getragen hat. Ich erhielt 80 mögliche Treffer. Eine vermisste Person scheint auf die Beschreibung des toten Mannes aus Dr. Box Praxis besonders gut zu passen. Sein Name ist Alice Green. Ich verglich den Daumenabdruck aus Alice Greens Führerschein mit dem unserer Leiche. Treffer. Die Nachforschungen ergeben, dass es sich bei Alice Green um einen homosexuellen Mann handelt, der in der Nähe von Dr. Box Praxis bei seiner Tante wohnt. Sie hat ihn nur einen Tag nachdem Dr. Box die Polizei wegen des toten Patienten angerufen hat, als vermisst gemeldet. Wir hatten ein Foto des Toten und baten die Tante, es sich anzusehen. Sie identifizierte ihn eindeutig als ihren Neffen Alice Green. Jetzt wissen die Ermittler mit Sicherheit, dass es sich bei dem Toten aus Dr. Box Praxis nicht um Melvin Hansen, sondern um Alice Green handelt. Wo aber ist Hansen? Die Ermittler konzentrieren sich nun auf Dr. Box. Die Hintergrundüberprüfung des Arztes ergibt, dass dessen Leben in letzter Zeit alles andere als glatt verlief. Sowohl sein Privatleben als auch sein Job waren aus den Fugen geraten. Er hatte Schulden, seine Sprechstunden fanden nur unregelmäßig statt und er stand zudem im Verdacht, Versicherungsbetrug begangen zu haben. Box ist verheiratet. Aber die Ermittler decken auf, dass er gleichzeitig ein Doppelleben führt, von dem seine Familie nichts ahnt. Er spielte allen ein Leben als glücklich verheirateter Familienvater vor. Auf der anderen Seite lebte er seine homosexuellen Neigungen aus, indem er junge männliche Prostituierte aufgabelte und sie mit in seine Praxis nahm. Die Ermittler vermuten, dass Dr. Box auf diesem Weg die Bekanntschaft mit Alice Green, dem Toten aus der Praxis, gemacht hat. Sie könnten sich in einem Club kennengelernt haben, den sie beide regelmäßig besucht haben. Das letzte Mal, dass jemand Alice Green lebend gesehen hatte, war in einer Bar in North Hollywood. Die seltsamen Umstände, die den Tod von Alice Green begleiten, lassen für die Polizeibeamten nur einen Schluss zu. Hier handelt es sich um ein schweres Verbrechen. Die Frage war nur, was für ein Verbrechen lag hier vor? Die Mordermittler begeben sich erneut in die Gerichtsmedizin. Sie durchsuchen den Bericht des Gerichtsmediziners und die Autopsiefotos von Alice Green nach Auffälligkeiten.
Wir hatten nur die Tatortfotos, die uns in diesem Fall hilfreiche Hinweise liefern konnten. Der Zustand der Haut sowie andere körperliche Merkmale ließen uns zu der Vermutung kommen, dass das Opfer auch erstickt sein könnte. Fremdeinwirkung also durchaus möglich. Wenn Mund und Nase einfach zugehalten werden, mit einem Gegenstand, mit der Hand, mit was auch immer, kann es passieren, dass die Erstickungszeichen nur sehr, sehr klein sind. Das sieht man dann wirklich nur bei einer genauen rechtsmedizinischen Betrachtung unter gutem Licht, wo auch wirklich alles deutlich erkennbar ist. Das sind dann schon kleine, winzige Einblutungen, zum Beispiel in den Schleimhäuten unter dem Augenlid oder an anderen kleinen, dünnhäutigen Stellen des Gesichtes. Aber man muss wirklich sehr genau hingucken und ein normaler Hausarzt wird das niemals tun, insbesondere wenn die Fundsituation unauffällig ist. Der Gerichtsmediziner könnte die Anzeichen einer Erstickung übersehen haben, da es keinen Grund gegeben hat, danach zu suchen. In den Akten korrigierten wir die Todesursache von Herzstillstand auf unbekannt und das Verfahren in eine Morduntersuchung. Ein seltsamer Ablauf der Ereignisse. Was als Herzinfarkt angefangen hat, entwickelt sich zu einem perfiden Mordfall. Dr. Box, ein bekannter Arzt, ist nun der Hauptverdächtige im Todesfall Alice Green. Wir erwirkten schnell einen Durchsuchungsbeschluss für die Arztpraxis und das Privathaus. Und bis zum Abend führten wir die Aktionen durch. In den Unterlagen des Arztes entdecken die Ermittler einen verblüffenden Hinweis. Dr. Box steht in engem Kontakt zu John Hawkins. Hawkins ist der Erbe und Empfänger der millionenschweren Versicherungsprämien des vermeintlich toten Melvin Hansen, des Toten, den Dr. Box falsch identifiziert hat. Dr. Box hatte John Hawkins in Columbus, Ohio angerufen. Und von Columbus, Ohio konnte ein weiterer Anruf zu einer Penthouse-Wohnanlage in Miami verfolgt werden. Wer in Miami aber hat diesen Anruf erhalten? Die Ermittlungen ergaben schließlich, dass diese Telefonnummer zu Melvin Hansen gehört. Melvin Hansen. Ein offenbar sehr lebendiger Melvin Hansen. Das legt den Verdacht nahe, dass John Hawkins und Dr. Richard Box zusammen mit dem vermeintlich toten Melvin Hansen Komplizen in einem umfangreichen Versicherungsbetrug sind. Die Ermittler verfolgen nun eine neue Spur in diesem Betrugs- und möglicherweise auch Mordfall. Es scheint, als hätten die drei Männer die millionenschweren Versicherungsprämien abkassieren wollen, indem sie einen Toten als Melvin Hansen ausgeben. Deshalb haben sie sich offenbar zu einem Mord verabredet. Wir hatten Telefonrechnungen und Überweisungsbelege, die darauf hindeuteten, dass dem Mord ein raffinierter Plan zugrunde lag, der darauf abzielte, die Versicherungsprämien zu kassieren, indem man Alice Green als Melvin Hansen ausgab. Die Polizei hat nur die Möglichkeit, Dr. Box zu beschatten. John Hawkins und Melvin Hansen sind untergetaucht. 9 Monate lang verfolgen die Ermittler unzählige, ins Leere laufende Spuren, aber Hansen und Hawkins bleiben spurlos verschwunden. Dann plötzlich eine unerwartete Wendung. Melvin Hansen reiste unter falschem Namen von Mexiko in die USA ein. Ein Zollbeamter wurde misstrauisch. Die Kontrolleure überprüfen seine Brieftasche und entdecken mehrere gefälschte Ausweise. Die verschiedenen Personalausweise waren immer mit Fotos von Hansen ausgestattet. Melvin Hansen wird noch an Ort und Stelle verhaftet. Verschwunden bleibt allerdings John Hawkins, der Empfänger des Versicherungsgeldes. 2 Jahre lang verlaufen alle Spuren im Sand. Bis der Zufall die Ermittler einen deutlichen Schritt weiterbringt. Am frühen Morgen erhielt ich den Anruf eines Mannes, der aussagte, dass John Hawkins auf Sardinien zu finden sei. Erstaunlicherweise hat der Anrufer einen Fernsehbericht über den Fall gesehen und Hawkins auf der Insel wiedererkannt. Ein äußerst glücklicher Zufall.
Der italienische Staat liefert den Verdächtigen an die USA aus. Dort wird er zusammen mit seinem Komplizen Dr. Richard Box und Melvin Hansen vor Gericht gestellt. Alle drei werden wegen Mordes an Alice Green angeklagt. Um Ihnen eine Verabredung zur Tötung von Alice Green nachweisen zu können, mussten wir belegen, dass alle drei Verdächtigen miteinander vor, während und nach der Tat in Kontakt standen. Es gab drei unabhängige Verfahren. In jedem einzelnen vertritt die Anklage die Auffassung, dass ein komplexer Mordplan geschmiedet worden ist, um die Versicherungsprämien zu ergaunern. Die Lebensversicherungen, die auf Hansen liefen, standen kurz vor der Fälligkeit. So haben die drei geplant, jemanden zu ermorden, ihn als Melvin Hansen auszugeben und dann die Versicherungsprämien zu kassieren. Alice Green war das ahnungslose, unschuldige Opfer. Unsere Theorie war, dass Mr. Hansen und Mr. Box ihn in einer Bar trafen, ihn dazu überredeten, mit in die Praxis von Dr. Box zu kommen und ihn dann dort ermordeten. Sie haben seine Identität geändert und aus Alice Green wurde Melvin Hansen. John Hawkins hat die Versicherungsprämie kassiert und sie später mit seinen beiden Komplizen geteilt. Unter dem Deckmantel von Dr. Box angesehener Praxis hätte der ausgeklügelte Plan fast funktioniert. Ich nehme an, dass Dr. Box fest davon überzeugt war, dass die Polizei ihm als angesehenen Arzt die Geschichte abkaufen würde. Die Leiche wäre dann in ein Leichenhaus überführt und eingeäschert worden. Fertig. Der Plan eines perfekten Verbrechens. Aber eben nur fast perfekt. Die Experten der Gerichtsmedizin in Zusammenarbeit mit den Mordermittlern haben es stattdessen geschafft, den Fall zu rekonstruieren. Schließlich befinden die Geschworenen Hawkins und Hansen der Planung und Beihilfe zum Mord für schuldig. Beide werden zu einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren verurteilt. Dr. Richard Box wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Drei Männer haben den Mord an einem unschuldigen Mann geplant und durchgeführt, und das aus reiner Habgier. Deshalb wurden sie alle drei für den Tod von Alice Henry Green zur Verantwortung gezogen. Skrupellose Komplizen, eine Horrorstory aus Betrug und Mord aus Habgier. Und ein gelöster Fall dank der sorgfältigen Arbeit der Ermittler. Notruf, wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Notarzt. Meine Nachbarin ist hier. Sie blutet. Ihr wurde in die Kehle geschnitten. Gegen 3 Uhr morgens ist ein Notruf eingegangen. Es kam zu einem Zwischenfall im Haus von Keith und Anita Young. Die Youngs sind ein junges Ehepaar, das mit seinen Kindern in Largo, Florida wohnt. Polizei, Largo! Mrs. Young hat mehrere Verletzungen erlitten, auch ihr Hals wurde aufgeschlitzt. Die meisten Menschen wissen nicht, warum man stirbt, wenn Schnitte im Hals entstehen oder Stiche im Hals. Wenn man hier vorne schneidet, kann es passieren, dass es zwar extrem weh tut, vielleicht auch die Luftröhre durchgeschnitten ist, man aber insgesamt nicht so viel Blut verliert, dass das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden kann. Wenn man aber an anderen Stellen sticht, kann es wesentlich gefährlicher werden, an der Seite oder hinten. So kommt das, dass man teilweise, auch wenn es fürchterlich aussieht, einen Halsschnitt überleben kann. Ganz problemlos. Mr. Young wurde im Schlafzimmer gefunden, tot und mit zahlreichen Stichwunden übersät. Die drei Kinder sind zum Zeitpunkt des Überfalls zu Hause. Zum Glück sind alle unverletzt. Die Jagd nach dem Mörder beginnt. Die Mordermittler befragen die Nachbarn nach möglichen Augenzeugen. Und die Hundestaffel versucht, Spuren aufzunehmen. Er scheint in diese Richtung geflohen zu sein. Doch die Suche verliert sich in nichts. Der Mörder entkommt unerkannt in der dunklen Nacht.
Der Kriminalbeamte Mike Short vom Morddezernat in Largo übernimmt die Ermittlungen und befragt die Überlebenden der Ehefrau. Wie ist der Zustand? Kann ich mit ihr sprechen? Hallo, Anita. Anita Young sagte aus, dass sie und ihr Mann schliefen, als sie plötzlich erwachte und sah, wie ein Mann über sie gebeugt stand. Sie spürte, wie eine Messerklinge ihren Hals entlang glitt. Sie konnte ihren Mann aufwecken und es entbrannte ein Kampf im Schlafzimmer. Anita wollte die Polizei anrufen, aber die Leitung war tot. Sie floh ins Nachbarhaus und wählte einen Notruf. Das Opfer wird ins Krankenhaus eingeliefert und die Ermittler durchsuchen das Haus nach möglichen Hinweisen. Ich betrat das Haus, um den Tatort in Augenschein zu nehmen. Schon an der Schlafzimmertür entdeckte ich deutliche Spuren eines brutalen Kampfes. An den Wänden und der Tür befanden sich überall Blutspritzer. Es musste ein heftiger Kampf gewesen sein. Es stand außer Frage, dass Keith Young bis zu seinem letzten Atemzug gekämpft hatte. Kriminaltechniker Corey Monaghan beginnt unverzüglich mit der Beweisaufnahme. Im Haus fotografierte ich das Schlafzimmer, in dem der Übergriff stattgefunden hatte. Des Weiteren nahm ich Fingerabdrücke und Blutproben und archivierte sie als mögliche DNA-Beweise. Der Kriminaltechniker benutzt eine Luminol-Lampe, um Gewebereste oder Haare an der Leiche aufzuspüren. An der Hausfassade finden die Ermittler eine interessante Spur. Das Telefonkabel ist durchtrennt worden. Am nächsten Morgen beginnen die Beamten mit breit gefächerten Ermittlungen. Sie befragen den gesamten Bekanntenkreis der Familie Young. Wir mussten die Nachbarn befragen, die Familie, Ex-Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, jeden, der irgendetwas mit den Youngs zu tun hatte. Zu dem Zeitpunkt hatten wir keinen Tatverdächtigen. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, bis Anita Young wieder in der Lage ist, weitere Details des Überfalls zu schildern. Obwohl es dunkel war, kann sie sich daran erinnern, dass der Angreifer Handschuhe und eine dunkle Skimaske trug. Sie kann auch seine Gestalt näher beschreiben. Anita sagte aus, dass es sich um einen dunkelhäutigen männlichen Angreifer mit einer langen Narbe am Hals gehandelt hat. Während des Kampfes war es ihrem Ehemann gelungen, die Skimaske anzuheben und die dunkle Haut mit der Halsnarbe wurde sichtbar. Das war eine ziemlich anschauliche Beschreibung. Dann erhalten die Ermittler einen vielversprechenden Hinweis. Auf einem Golfplatz, der an das Haus der Youngs angrenzt, hat der Greenkeeper eine Skimaske und einen Handschuh gefunden. Hat der Mörder diese Gegenstände hier auf der Flucht zurückgelassen? Können Sie mir zeigen, wo die Sachen sind? Ich habe sie dort auf dem Golfkurs gefunden. Beide Objekte wiesen Blutspuren auf. Es war offensichtlich, dass sowohl die Haube als auch der Handschuh in Verbindung mit dem Tatort standen. Wir hofften, dass der DNA-Abgleich mögliche Verdächtige identifizieren würde. Die Gegenstände werden umgehend zur Untersuchung ins Labor gebracht. Doch die Ergebnisse sind enttäuschend. Die Analyseergebnisse zeigten, dass die Blutmenge nicht für eine DNA-Typisierung ausreichte. Heutzutage reicht eine ganz winzige Spur, vielleicht kleiner als ein Stecknadelkopf dafür, wenn es Blut ist, weil da so viele weiße Blutzellen drin sind, um einen genetischen Fingerabdruck zu gewinnen. Man muss natürlich dran denken und man muss die Spur erstmal sehen und dokumentieren und mitnehmen. Sonst nützt es natürlich nichts. Früher war das anders, da brauchte man noch größere Flecken, die, weiß ich nicht, vielleicht so groß waren wie hier so ein ganzes Fingerglied, damit man genügend DNA gewinnen konnte. Aber die Technik ist da wirklich wunderschön weiterentwickelt worden und man kann heutzutage, wenn man es auf die Spitze treiben will, sogar aus einer einzigen Zelle einen genetischen Fingerabdruck machen. So weit war man im vorliegenden Fall leider noch nicht. Die Ermittler haben keinen Verdächtigen, kein plausibles Motiv und keine ausschlaggebenden Beweise.
Für Sergeant Short der Zeitpunkt, Profilerin Dale Hinman hinzuzuziehen. Mir stach die besondere Brutalität des Überfalls ins Auge. Das sah nicht nach einem schiefgelaufenen Einbruch aus, das sah nach einem geplanten Mord aus. Auf wen aber hatte es der maskierte Mann abgesehen? Auf Keith Young, auf Anita oder etwa auf beide? Gleich in Autopsie. Die Befunde der pathologischen Untersuchung des Leichnams sind erschreckend. Es gleicht einem Gemetzel. Keith weist 14 Stichwunden auf, 4 Schnittverletzungen und 3 Platzwunden am hinteren Schädel sowie diverse Abwehrspuren an den Armen und Händen. Wird es der FBI-Profilerin gelingen, ein Täterprofil zu erstellen und den Mörder zu finden? Keith und Anita Young sind auf brutale Art und Weise in ihrem Haus überfallen worden. Die Polizei sucht nach einem dunkelhäutigen Täter mit einer langen Narbe am Hals. Anita hatte keine Ahnung, wer der Angreifer sein könnte. Sie hatte keine Feinde und konnte sich nicht vorstellen, wer ihr und ihrem Mann ein derartiges Leid zufügen wollte. FBI-Profilerin Dale Hinman ist davon nicht überzeugt. Irgendetwas an diesem Verbrechen sah nach einem persönlichen Motiv aus. Ich wollte den Tatort besichtigen, um zu sehen, ob ich mit meinem Verdacht richtig lag. Mike, wer wohnt denn hier so? Gutbürgerliche Gegend mit einer niedrigen Kriminalitätsrate. Diese Tür stand bei unserer Ankunft offen. Hinter dieser Ecke wurde die Telefonleitung durchtrennt. Die Polizei weiß außerdem von einer merkwürdigen Doppelung. Vor 6 Monaten gab es hier schon einmal einen Einbruchsversuch. Auch damals wurde die Telefonleitung durchtrennt. Dass es wieder die gleiche Vorgehensweise war, legte den Verdacht nahe, dass es sich um den gleichen Täter handelte. Ich zeige Ihnen das Elternschlafzimmer und den Flur. Dort hat das Verbrechen stattgefunden. Gibt es auch woanders Anzeichen von Kampfhandlungen? Nein, nur hier. Außer Anita und Keith, die hier im Schlafzimmer schliefen, befanden sich die 3 Kinder in ihren Kinderzimmern. Als die Eltern ins Bett gingen, standen die Kinderzimmertüren offen. Und irgendwann vor dem Angriff muss jemand die Türen geschlossen haben. Das klingt, als hätte der Angreifer die Kinder aus dem Verbrechen heraushalten wollen. Wir wissen, dass Keith und Anita bereits schliefen. Das Erste, was sie nach dem Aufwachen sah, war ein maskierter Mann, der über sie gebeugt stand. Dann spürte sie, wie eine Messerklinge über ihren Hals glitt. Das klingt, als wäre Anita das gezielte Opfer gewesen. Hat der Täter etwas gesagt? Nein, während des gesamten Angriffs hat er keine Silbe gesagt. Vielleicht hat er die Maske getragen und geschwiegen, weil er fürchtete, erkannt zu werden. Die Suche nach Antworten führt Hinman und den Kriminalbeamten Short auch zu der Gerichtsmedizinerin Dr. Marie Hansen. Erzählen Sie uns über Keith Verletzungen. Es gleicht schon fast einem Gemetzel. Keith weist 14 Stichwunden auf, 4 Schnittverletzungen und 3 Platzwunden am hinteren Schädel sowie diverse Abwehrspuren an den Armen und Händen. Das lässt auf eine wütende, persönlich motivierte Tat schließen. Ein Gemetzel, eines der brutalsten Verbrechen, das ich je erlebt habe. Ein paar von den Schnittwunden stammen von einer scharfen Klinge mit nur einer Schnittfläche. Und es gibt noch weitere Verletzungen mit einem anderen Erscheinungsbild. Auf seiner Schädelhinterseite haben wir 3 unregelmäßige C-förmige Platzwunden entdeckt, die nicht zu einem Messer passen. Eine zweite Waffe wurde also benutzt, zum Beispiel eine Axt. Die Tatsache, dass der Täter sich mit 2 Waffen ausgestattet hat, sagt viel über dessen Absicht aus. Er war vorbereitet und kam, um zu töten. Anita weist Schürfwunden und eine Stichverletzung am Schlüsselbein auf. Sie hat außerdem eine lange Schnittwunde quer über den Hals. Als Erstes wollte der Mörder Anita die Kehle durchschneiden. Das hätte tödlich sein sollen, war es glücklicherweise aber nicht.
Der Täter hatte einen ausgeklügelten Plan, nicht aber mit diesem Ausmaß an Widerstand gerechnet. Das könnte bedeuten, dass es sich um einen Kriminellen mit wenig Erfahrung mit Gewaltverbrechen handelt. Allmählich formt Hinman ein Täterprofil. Wir nahmen an, dass der Angreifer ein Bekannter der Opfer war. Er betrat das Haus, um zu töten, und hatte keine Gegenwehr erwartet. Führen Hinmans Einschätzungen in die richtige Richtung? Die Kriminalbeamten suchen nun schon seit dem Beginn der Ermittlungen nach einem dunkelhäutigen Mann mit einer auffälligen Narbe am Hals. Und jetzt endlich erhalten sie einen Hinweis. Ein Kollege aus Largo erinnert sich an einen zurückliegenden Fall mit einem Täter, auf den diese Beschreibung exakt passt. Sein Name ist Willie Golden, ein Verbrecher mit einer bewegten kriminellen Vergangenheit. Das war die Spur, auf die wir die ganze Zeit gewartet hatten. Aber Golden ist ein erfahrener Krimineller, der keinerlei persönliche Verbindung zu den Opfern hat. Insofern passt er nicht ins Täterprofil. Es sei denn, Profilerin Hinman liegt mit ihrer Einschätzung des Täters falsch. Daher verfolgt die Polizei auch diese Spur. Bei dem Verdächtigen handelte es sich um Willie Golden, einen Mann mit einem langen Strafregister. Er passte zu der Beschreibung von Anita Young, ein schwarzer männlicher Täter mit einer langen Narbe am Hals. Die Beamten glauben an einen Ermittlungserfolg. Doch dann wird ihre Hoffnung jäh zerstört. Wir führten eine Hintergrundüberprüfung bei Willie Golden durch und die ergab, dass er zur Tatzeit im Gefängnis gesessen hatte. Wir strichen ihn von der Liste der Verdächtigen und standen wieder am Anfang. Nachdem Willie Golden als Täter wegfiel, wollten wir die gesamten Akten noch einmal überprüfen. Vielleicht hatten wir etwas übersehen. Haben Sie in Betracht gezogen, dass Anitas Täterbeschreibung falsch sein könnte? Der Angriff geschah mitten in der Nacht. Der Täter trug eine Skimaske und Handschuhe und sprach kein Wort. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass sie ihn falsch beschrieben hat. Ja, das könnte möglich sein. In ein Haus einzubrechen, in dem sich 5 Personen aufhalten, ist ein äußerst riskantes Unternehmen. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Tatsache, dass die 3 Kinder nicht verletzt worden sind. Und das bei dem äußerst brutalen Vorgehen gegen beide Eltern. Es war sehr unwahrscheinlich, dass der Täter gar nicht wusste, dass in dem Haus auch noch Kinder waren. Er hatte die Tür zu dem Zimmer, in dem sie schliefen, verschlossen und sie verschont. Hinman ist überzeugt, dass der Täter gefunden wird, sobald sein Motiv bekannt ist. War irgendjemand extrem wütend oder neidisch auf die Youngs? Wir haben mit den engsten Familienmitgliedern gesprochen, mit Freunden und Arbeitskollegen. Wir haben uns Keys Ex-Frau und deren neuen Mann, die hier vor Ort leben, näher angesehen. Anitas Ex-Mann lebt in Boise, Idaho und hat ein Alibi. Hinman bleibt hartnäckig und schlägt vor, sich noch einmal genauer mit dem näheren Umfeld des Opfers zu befassen. Bei der erneuten Befragung der Angehörigen erfährt Short, dass Anitas Ex-Mann Luther Bath außer sich vor Wut gewesen ist, als Anita das Sorgerecht für die Kinder bekommen hat. Luther war der Meinung, dass er der bessere Elternteil sei und dass Anita ihn bei der Scheidung übervorteilt hätte. Zusätzlich rissen die Unterhaltszahlungen, die er zu leisten hatte, ein ziemliches Loch in seine Haushaltskasse. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf Anitas Ex-Mann. Wir überprüften die Fluglinien, um herauszufinden, ob Luther Bath von Boise oder Salt Lake City hierher geflogen ist und wir ihn so mit dem Verbrechen in Verbindung bringen könnten. Das erbrachte kein Ergebnis. Doch gerade als die Ermittler den Mann wieder von der Liste der Verdächtigen streichen wollen, erhalten sie einen erstaunlichen Tipp. Wir erhielten einen Anruf von Luthers Verlobter, Connie. Sie vermutete, dass Luther etwas vor ihr verheimlichte, etwas wirklich Furchtbares.
Sie sorgte sich um ihre Sicherheit und hatte die Befürchtung, dass Luther irgendwie in den Mord verstrickt sein könnte. Ist das die Spur zum Mörder? Ein Mann, der über 4000 Kilometer vom Tatort entfernt lebt? Die Ermittler nehmen den heißen Tipp von der unvermuteten Quelle ernst. Die Aussage der Verlobten von Anita Youngs Ex-Mann Luther belastet ihn schwer. Sie erzählte mir, dass Luther vor 6 Monaten nach Florida gefahren und nach seiner Rückkehr durcheinander und angespannt gewesen sei. Ihre Beziehung hatte da angefangen zu bröckeln. Dann lässt sie eine Bombe platzen. Luther hatte ihr erzählt, dass er Anita ohne schlechtes Gewissen töten könnte. Alles deutete auf Luther Bass als Täter hin, aber noch hatten wir keinerlei stichhaltige Beweise, um ihn mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen. Keine Flugdaten, keine Fingerabdrücke, keine DNA, keine Zeugen. Gleich in Autopsie, mit welcher Strategie der Kriminalbeamte den Verdächtigen zum Reden bringt. Was die Ermittler aber haben, sind die Maske und der Handschuh, die auf dem Golfplatz gefunden wurden. Mit diesen Beweisstücken im Gepäck fliegt der Kriminalbeamte Short nach Idaho und verhört den Verdächtigen auf dem Polizeidezernat von Boise. In den ersten 40 Minuten wollten wir sein Vertrauen gewinnen. Wir wussten oder vermuteten zumindest, warum Luther Bath dieses Verbrechen begangen hatte. Er glaubte, dass Anita eine schlechte Mutter sei. Wir zeigten Verständnis für seine Situation, um ihn glauben zu machen, dass wir auf seiner Seite stünden. Dann spielte Ermittler Short seine Trumpfkarte aus. Wir zeigten ihm Fotos von der Sturmhaube und dem Handschuh. Da realisierte Bath wohl, dass wir durchaus im Besitz seiner DNA sein könnten. Erfolgreiche Befrager verwenden jedes Detail des Verbrechens, um die Wahrheit aufzudecken. Selbst wenn die Maske und der Handschuh keinerlei DNA-Spuren aufwiesen, konnte Short sie doch zu seinem Vorteil nutzen. Luther Bath gab zu, dass er sich unter falschem Namen ein Flugticket nach Florida gekauft hatte. Dort hatte er Keith ermordet und auch versucht, Anita zu töten. Schließlich legt Bath ein erschreckendes Geständnis ab. Unglücklicherweise stand ihm dabei Keith Young im Weg. I really felt bad about it. Okay. I mean, I didn't know him, and yet at the same time I said, hey, you made your bed, now you're gonna die in it. Keith Young ist in die Schusslinie zwischen dem Mörder und seinem anvisierten Opfer geraten. Keith Young, ein Kriegsopfer. Was die Täterbeschreibung angeht, so lag Anita mit dem dunkelhäutigen Mann mit der Halsnarbe einfach falsch. In all dem Chaos, das während der Kampfhandlungen herrschte, ist das nachvollziehbar. Luther Bass wird verhaftet und nach Florida überführt. Er wird wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Anita Young hat sich inzwischen von dem Überfall erholt und kümmert sich hingebungsvoll um ihre Kinder. Es ist auch sehr befriedigend, dass Anita und ihre Kinder Gerechtigkeit erfahren haben. Keith Young war ein liebevoller Ehemann und ein toller Vater. All das, was Luther Bass nicht war. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Ermittler konnte Luther Bass endlich seiner gerechten Strafe zugeführt werden.